wenn wir uns jetzt in 30 Jahren oder in 20 Jahren von der Bühne schon wieder treffen, weil wir als Erstes ganz sicher wieder in den Sinn kommen, einfach die Zeit, die wir hatten. Ich war Vollzeit, ich hatte dort gewohnt, in Mitternacht. Wir hatten wirklich eine lässige Zeit gehabt. Es ist auch, ja, es würde mir sicher auch wieder in den Sinn kommen, was ich in die Hose ist, wenn wir es üben müssen. Zum Beispiel mit einem Öpfelmus an der Abschlussprüfung in der PV. Das ist, ja, das klebt am Löffel, das ist etwas so schief gelaufen. Ich glaube, der Zusammenhalt, den wir während der Ausbildung hatten in diesen Jahren, das bleibt mir und wir haben heute noch immer sehr guten Kontakt und ich hoffe und ich glaube auch, dass wir in 30 Jahren noch sehr guten Kontakt werden haben. Der Grund, warum ich die Meisterprüfung gemacht habe, der hat sich so nach bis nach herausgestellt, dass man in der Buchhaltung eigentlich gerne nicht so viel Ahnung hat auf dem Betrieb. Dann ist bei uns auf dem Betrieb eine grössere Investition angestanden. Und da wir ja sehr einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb haben, hat man sich dann die Frage gestellt, lohnt sich das überhaupt auf einem kleinen Betrieb? Über diesen Umweg hat man sich für die Buchhaltung ein bisschen angefangen zu interessieren. Und dann bin ich so auf die Betriebsleiterschule gekommen. Und dort hat es mich dann noch mehr interessiert, die Sachen Buchhaltung, oder um den Meister noch gemacht. Grundsätzlich denke ich schon, es ist auf dem heutigen Stand. Oder? Wir haben wirklich aktuelle Sachen, gerade mit der ganzen Agrarpolitik. Oder? Das ganze Versicherungsthema ist up to date. Also, ja. Ich finde es ganz cool, dass wir diese Module machen können. So kann jeder für sich herausnehmen, was er braucht für seinen Betrieb oder für seine Ideen, die er hat. Es gibt ja eine ganz grosse Auswahl. Was ich mir noch wünsche, ist, dass man noch ein bisschen Digitalisierung gehen kann. Ganze Computer, Smartphone, Smart Farming, wo ja sehr aktuell ist und immer mehr kommt, dass man dort noch lernt, mit diesen Sachen umzugehen, dass man effizient arbeiten kann. Also als Erstes umgesetzt bei uns auf dem Betrieb, noch schwierig, also es ist so ein fließend immer gesehen, je nach Modul konnte ich immer etwas können. Umsetzen, weil sie sicher sehr konsequent machen, ist ein Wochenmenüplan, wo ich eigentlich plane, was die ganze Woche gekocht wird. Dadurch, dass ich auch noch extern arbeite, nimmt mir das wirklich sehr viel Zeitaufwand weg, den ich vorher hatte, wo ich immer noch überlegen musste, was mache ich heute, dass ich irgendetwas auf dem Tisch habe. Das hilft mir wirklich sehr, ja. Ich habe laufend Sachen umgesetzt von der Ausbildung. Ich habe eigentlich mit dem Start von der Ausbildung auch gleichzeitig daheim den Hofladen aufgebaut, zusammen mit der Schwester. Und habe eigentlich alles, was wir gelernt haben in der Schule, von Produkteverarbeitung, Direktvermarktung, Gesetze, so Sachen, laufend umgesetzt. Also ich habe eigentlich Learning by Doing und umgekehrt. Also es war für mich super gewesen, wirklich eins zu eins von der Schule, gerade im Betrieb, daheim noch können umsetzen. Vielseitig, interessant, lehrreich. Ich kann es nur empfehlen. Also wenn jetzt jemand in die Bäuerinnen-Schule gehen will, dann weiss er nachher zum Beispiel, wie man die Wäsche macht oder wie man den Garten macht. Und ob man es dann gerade so macht, das ist ja dann die andere Sache. Aber hauptsächlich, man weiss es. Ich glaube, der Slogan der Bäuerinnen-Schule ist wirklich mit voller Kraft und voller Power zurück zu den Wurzeln und von Grund auf etwas aufbauen können.